Kopflastig-Podcast. Gitarre und Bass im Gespräch. Mit Vitali und Sebastian. Herzlich willkommen zum Kopflastig-Podcast, Ihrer wöchentlichen Musikinformationsbeschaffungssendung. Und ich begrüße ganz lieb den Mann mit dem hoffentlich reparierten Dachschaden. Hier ist für euch Vitali. Der Dachschaden ist in Ordnung, das Dach ist drauf, sogar die Ziegel, alles bestens, es regnet nicht rein. Es hat leider bei den Umbaumaßnahmen meine wunderbaren, ich greife mal hier zur Seite, meine wunderbaren Rhythmuskarten getroffen und beschädigt, da hat es ein bisschen drauf geregnet. Die sind jetzt verwelkt, aber gut, passiert. Kollateralschaden, den gibt's immer. Ja, bestellst du nochmal für 12,99 € aus China. Nee, das mache ich nicht. Die bastel ich dann selber. Sebastian, geht's dir gut? Mir geht's prima. Ich bin heute sehr, sehr früh wach gewesen. Irgendwie 2.30 Uhr oder so und konnte dann nicht mehr einschlafen. Und bin dann tatsächlich aufgestanden, weil ich einfach wirklich fit und wach war. Es war nicht so, dass ich mich irgendwie gequält hätte, sondern umgedreht. Ich hab gedacht, komm, schläfst du noch? Aber es ging nicht. Und da bin ich aufgestanden und habe tatsächlich sogar so ein bisschen Morgensport gemacht. Dann ging's mir noch besser. Und ich denke, dass nach diesem Gespräch wird dann diese tiefe Mittagsmüdigkeit einsetzen. Aber jetzt denke ich, das schaffe ich noch. Boah, das heißt, du bist auf dem Zenit deines Tages. Bei mir ist es genau umgekehrt. Wir haben ja einen Feiertag in NRW. Es ist Fronleichnam. Habt ihr nicht, ne? In Sachsen? Nein, ich habe mich gewundert, dass niemand meiner Schüler hat Unterricht gebucht für heute. Das ist selten, die können das ja selbstständig über meinen Online-Kalender buchen, ja. Und der Donnerstag war frei und ich habe mich gewundert, woran das liegt. Und dann wollte ich einen Schüler verschieben, weil ich an einem anderen Tag nicht konnte und habe ihm vorgeschlagen, lass uns doch Donnerstag, und der wohnt in Köln, hat gleich gesagt, nee, da ist doch Feiertag, so weiß ich doch nicht. Ja, also bei uns gibt es diesen Feiertag anscheinend nicht. Genau, also wir haben ein langes Wochenende, ich bin ausgeschlafen, habe heute ein bisschen länger gepennt. Aber dieses in der Nacht aufwachen und nicht wieder einpennen, hatte ich auch vor 2 Wochen. Und dann bin ich immer mit meinem Sohn eingeschlafen um 9 Uhr und wurde dann um 12:30 immer wach für eine Stunde und lag dann einfach im Bett und konnte nicht weiter pennen. Das war total ätzend. Aber jetzt schlafe ich wieder durch. Die Probleme des Alters. Ich habe mal gehört, dass das eigentlich nur der Normalzustand ist, dass man vor allem eigentlich in den Wintermonaten normalerweise, dass es früher so war, und mit früher meine ich Zeiten, als es kein elektrisches Licht gab. Ja? Mhm. Dass es eigentlich normal war, wenn dann der Winter war in unseren nördlichen Regionen, da wird es ja 18 Uhr dunkel und wird erst früh um 6 wieder hell. Das sind 12 Stunden und kein Mensch kann 12 Stunden schlafen. Und deshalb hatten die wohl früher, die sind dann auch relativ zeitig müde geworden und schlafen gegangen, sind aber in der Nacht nochmal wach geworden, hatten dann vermutlich Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Man weiß es nicht so genau. Teilweise auch spricht man, wenn man dann so im Dunkeln liegt und nichts macht, dann kann man auch so Halluzinationen bekommen, wenn nichts los ist oder so, oder Angstzustände, je nachdem, was man so hört draußen, ne? Ein Wolf heulen oder keine Ahnung. Und dann ist man wieder eingeschlafen. Das soll wohl so normal gewesen sein. Auch die Vorstellung, dass man eigentlich komplett die ganze Zeit an einem Stück schläft, das ist wohl so ein modernes Ding, das ist jetzt aber als ungares Halbwissen sozusagen. Aber es gibt wohl auch so Völker, die schlafen ums Feuer und da wird immer mal einer wach und schmeißt einen neuen Holzklotz rein und einen neuen Ast und geht kurz pinkeln und legt sich dann wieder hin. Und für die ist das ganz normal. Und wir modernen Menschen, wir wachen auf, gucken noch auf die Uhr, weil wir eine Uhr haben. Und dann, fuck, ich muss in 3 Stunden raus. Und wir machen uns dann noch Stress und wir sagen gar nicht, es ist ganz normal, wach zu werden, und müssten uns einfach nur wieder hinlegen. Ja, genau, der Wecker sitzt uns im Nacken. Aber ich schlafe trotzdem lieber durch, egal. Ich bin moderner Mensch. Ich muss kein Holzscheit mehr nachwerfen. Ich auch, also keine Frage. Mir passiert es auch sehr, sehr selten, dass ich mal in der Nacht wach werde und nicht wieder einschlafen kann. Sebastian, dann möchte ich dich nicht noch müder machen. Ich hoffe, dass du bei mir bleibst und mental mich unterstützt und immer doch. Mit deinen Einwürfen. Ja, mir ist zu unserer letzten Folge zum Profi und professionell noch eine Geschichte eingefallen und die ist wahnsinnig und die würde ich ganz gerne mit dir teilen, weil das ist eine sehr interessante Lebensgeschichte eines Musikers, den ich vor kurzem kennengelernt habe, ein Trompeter. Ich habe mit ihm gespielt, ich kannte ihn vorher nicht. In der Pause hat sich dann die Möglichkeit ergeben, dass wir zusammen gequatscht haben. Und woher kommst du? Wo hast du studiert? Und dann fing er an, mir seine Vita zu erzählen. Und die ist wirklich Wahnsinn. Und zwar, der hat in einer Folkwang in Essen Jazz-Trompete studiert. Hat dann nach 2 Jahren ein Vollstipendium für New York bekommen. Hat da seinen Master gemacht. So, kam zu, Abschluss gemacht, kam zurück. Hat einen Master in einer klassischen Trompete noch hinterhergeschoben und dirigieren. So, und jetzt halte ich fest, ne?
jetzt studiert er Medizin. Ist der Hammer, oder? Und dann habe ich ihn gefragt, Alter, mit deinen Voraussetzungen, warum wirst du nicht Musiker? Nee, ich studiere Medizin, damit ich Radiologe werde. Und dann habe ich Zeit, Musik zu machen. Oh nee. Ich fand das so wahnsinnig. Und also der wird wahrscheinlich kein Profi sein in dem Sinne, aber das ist so ein begnadeter Musiker und wahrscheinlich auch ein ganz Knusper in der Birne, sonst würde er ja nicht Medizin studieren. Und der hat sich für diesen Lebensweg entschieden. Finde ich super. Ja, jeder muss natürlich gucken, was ihn glücklich macht. In mir tut's ein bisschen weh, weil ich denke, was könnte da für geile Musik entstehen? Aber vielleicht hat er einfach gesagt, ich habe das alles gemacht und lasse das jetzt hinter mir oder habe noch Bock, was anderes zu machen. Bevor ich gleich noch was zu dem Radiologen sein erzähle, wie war das denn mit so jemandem zu spielen? War das jetzt irgendwie anders oder war das ganz normal? Wir haben im Orchester gespielt, also das heißt, da waren mehrere Menschen bei der besagten Symphonic Rock Night. Das heißt, sein Genius ist nicht wirklich aufgefallen, aber bei einem Stück musste er solieren und da war schon deutlich, okay, der steht drüber, der hört die Sachen, der ist auf einem anderen Niveau musikalisch. Ja, okay, cool. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Das sind ja auch Menschen, die spielen dann drei Töne und du bist sofort, oh, das ist mega geil und geht dann ab, ne? Also cooler Typ anscheinend. Warum ich das mit dem Radiologen so traurig finde, ist, weil das ist wohl, sagt man, der Beruf, der durch die künstliche Intelligenz sehr früh aussterben wird, weil die künstliche Intelligenz kann Röntgenbilder besser lesen als die Menschen. Weil da geht es ja wirklich um Mustererkennung und die können feinste Strukturen, wenn sich da irgendeine Knochenkrebs oder keine Ahnung, was Radiologen alles angucken, auf jeden Fall können die viel mehr erkennen, weil die auf das komplette Wissen der ganzen Welt zugreifen können, alle Röntgenbilder, die es jemals gab, vergleichen können und dann erkennen können, was war die Diagnose. Und bis jetzt ist das ja wie so eine Kunst, ne? Deshalb studierst du das und machst das, weil du musst das Röntgenbild lesen können und erkennen können, was du dort siehst. Und das können wohl die Computer mittlerweile schon besser. Und wenn sich das durchsetzt, ist der Radiologe einer der ersten Berufe, der wohl weggehen soll. Das werde ich ihm nicht verraten, aber meinst du, man sägt am eigenen Ast, auf dem man sitzt? Werden die Radiologen, die Radiologenlobby, wird sie das zulassen, dass die KI den Job übernimmt? Ich denke, das ist alles eine Kostenfrage, weil leider sitzen ja in vielen Kliniken an den Schalthebeln der Macht nicht mehr Ärzte, sondern BWL-Leute. Und wenn die sagen, ey, wir kommen da viel besser weg, und natürlich ist es für einen Patienten tausendmal besser, wenn das denn stimmt, ne? Der Radiologe wird dann eher der das nochmal überprüft, ne? Und das ist auch so in der Technologisierung das Problem. Es bleiben die Superspezialisten, werden natürlich bleiben, nämlich dann, wenn die KI sagt, ich bin mir nicht sicher, das könnte das oder das, ich weiß es nicht, dann wird man immer einen Menschen zu Rate ziehen, ne? Aber wenn diese KI einfach viel schneller das Urteil fällen kann, das Bild ist gemacht und in dem Moment sagt er, das ist zu 99,9% diese Störung oder dieser Fall oder da muss das gemacht werden, dann ist der Radiologe dann nur noch der nochmal sagt, ja, das stimmt, das hätte ich in einer halben Stunde auch so rausbekommen vielleicht. Mhm. Oder so, ne? Also pass auf, ich habe keine Ahnung, weder von Medizin noch von künstlicher Intelligenz. Das ist das, was ich gehört habe in den Vorträgen, Podcasts, die ich mir so reingezogen habe, ist das wohl da sind die schon weit vorne. Ich habe ihn natürlich auch gefragt, warum er diesen Lebensweg einschlägt. Weißt du, was seine Begründung war? Nein. Finanzielle Unabhängigkeit. Radiologen sind zeitlich ein bisschen unabhängiger. Die haben ja keine Dienste in dem Sinne, sondern die haben feste Arbeitszeiten. Und er kann dann eigene Musik machen. Bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert nachher am Ende. Ich habe leider keinen guten Kontakt zu ihm, aber ich werde seinen Weg verfolgen. Der kommt auch hier aus Münster, ich werde seinen Namen hier nicht nennen. Aber das führt uns zu einer Frage, die uns irgendwann mal ereilt haben. Hat ein Zuhörer geschickt, Coverbands versus eigene Musik. Und da haben wir es wieder. Ich finde, Musik machen kann sich ziemlich unterscheiden. Dabei stechen unter anderem Coverbands und eigene Bands ins Auge. Während Coverbands primär bereits geschriebene Hits darstellen oder gegebenenfalls neu interpretieren, New Hornets, sind die normalen Bands in Anführungsstrichen mit Songwriting und mehr beschäftigt. Ich selbst spiele seit Jahren in eigenen Bands, habe aber auch in Coverbands gespielt. Ich für mich habe festgestellt, dass es eine völlig andere Art ist, Musik zu machen. Bei Coverbands ist der Augenmerk auf Entertainment, Unterhaltung. Der Song ist ja bereits Geschichte. Bei eigenen Bands ist der Song und das Songwriting im Mittelpunkt, was eine ganz andere Art des Arbeitens und des Musikmachens ist. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Frage, eigene gegen Cover. Haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Man macht natürlich Cover Musik primär aus dienstleistungsfinanziellen Gründen, denke ich mal, oder? Ja,
Also da hat er natürlich recht. Für eine Coverband steht der Entertainment-Faktor, muss gezwungenermaßen, weil man Dienstleister ist, an erster Stelle stehen. Ne? Man will ja jetzt nicht die Leute mit Kunst überraschen oder gar überfordern. Ja, wie wir das bei den Hornets machen, wir versuchen natürlich ein bisschen was von unserem Geschmack dort mit reinzugeben, sind da aber auch nicht völlig frei. Also wenn ich jetzt anfange, 7/8-Takte zu komponieren für What is Love oder so und den völlig umschreibe, sodass keiner den mehr erkennt, dann kriege ich dafür keinen Applaus. Und selbst wenn es Applaus gäbe, würde der Veranstalter wahrscheinlich sagen, das habe ich mir aber nicht so vorgestellt. Ne? Da gebe ich ihm recht. Ich bin mit der Pauschalisierung nicht einverstanden, dass das bei Bands, die eigene Musik macht, dann immer das komplette Gegenteil ist, weil wie viele Bands spielen auch nur das von der Art her, wie es das schon 100.000 Mal gab. Machen einen Song so, ja, der muss radiotauglich sein oder der muss tanzbar sein oder das überfordert die Leute, das Gitarrensolo ist zu lang, ist zu kompliziert, die dann auch quasi das Publikum schon im Kopf mithaben und ihre Musik beschneiden. Die wenigsten Bands, die ich jetzt kenne, die eigene Musik machen, gehen ja mit diesem Anspruch ran, ich möchte was völlig Neues erschaffen. Das trauen sie sich dann auch meistens nicht. Sondern meistens ist so, oh, ich bin großer Rockfan und ich möchte so eine Mischung aus AC/DC und Guns N' Roses machen. Oder die haben konkrete Vorstellungen, wie es zu klingen hat und versuchen sich eher da. Im Prozess des Probens ist natürlich ein großer Unterschied, dass die ganz oft ihre Parts sich selber ausdenken müssen. Also da gibt's ja noch keine Gitarre, da kommt vielleicht der Akustikgitarrist oder der Sänger mit einer Akkordfolge an und singt dann darüber und dann geht die Frage los, ja, was für ein Schlagzeugbeat, was für ein Arrangement, vielleicht kann man auch noch ein paar Akkorde ändern, vielleicht kann man den Rhythmus vielleicht doch lieber schneller, wollen wir es nicht geswingt machen, lieber eine Funkgitarre oder, da kann man ja viel ausprobieren, wäre natürlich bei einem Coversong viel klar ist. Ja, normalerweise wird ein Rocksong auch als Rocksong gecovert und ein Popsong als Popsong. Manchmal macht man sich auch einen Gag und sagt, oh komm, diesen Funk-Song spielen wir als Reggae-Variante, aber da ist auch meistens klar, was zu tun ist. Also da gibt's Schablonen sozusagen. Ne? Da gebe ich ihm schon recht, da ist schon viel vorgefertigt. Aber wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass alle Bands, die eigene Musik machen, dass die jetzt besonders immer kreativ sein müssen. Es gibt natürlich auch solche Bands, die versuchen, Neues zu schaffen. Ne? Auf der anderen Seite, beim Covern kannst du auch durchaus kreativ sein. Also du musst ja nicht das 1:1 nachspielen, sondern man hat ja durchaus auch Variationsmöglichkeiten als Musiker. Das, was ich eben übersprungen habe, dieses Pünktchen, da schreibt er, dies merkt man auch den Musikern selbst an, wenn sie eben nur covern oder nur in eigenen Bands spielen. Ist mir auch zu pauschal alle über einen Kamm geschert. Also ich weiß nicht, wer schon mal die New Hornets gesehen hat und da anderer Meinung ist, kann das gerne sagen. Aber ich denke nicht, dass ich auf der Bühne irgendwie gelangweilt stehe und mein Zeug einfach runterspiele, sondern ich spiele das mit Begeisterung, würde ich behaupten. Und das sieht man eigentlich auch den Videos an und so fühle ich mich auch. Und klar, es gibt diese Coverbands, die seit 25 Jahren dasselbe Programm spielen, die selber schon keinen Bock mehr haben und auch weder auf die Leute noch auf die Party, die nur warten, dass die Schicht in Anführungszeichen vorbei ist, dass sie endlich nach Hause können, die sich auch keine Mühe mehr geben, die sagen, ach komm, 2 Gitarren, eine reicht doch. Ach, weißt du, wir brauchen nicht so viele verschiedene Songs, lass uns doch den machen. Was, sind viel zu viele Mitglieder, lasst uns doch ein paar rauskündigen, dann verdienen wir mehr Geld. Klar klingt's dann dünne, wenn 2 Sänger wären schon besser, aber wir gucken lieber auf die Kohle. Es gibt solche Bands auf jeden Fall. Es gibt aber auch Coverbands, die sich ganz viel Mühe geben, die wirklich versuchen, da eigene Arrangements zu machen oder einfach nur die Leute zu begeistern. Man muss ja nicht mal ein eigenes Arrangement machen. Man kann sagen, ich spiele das nach, aber ich singe das aus vollem Herzen sozusagen, weil es meine Lieblingsmusik ist. Ne? Und da muss man immer vorsichtig sein, alle über einen Kamm zu scheren. Aber ich weiß, was das stereotype Bild ist. Das ist halt die Coverband, auch in meinem, ich weiß auch, wen ich da schon sehe, sozusagen, die eigentlich gar keinen Bock mehr haben, den man das auch ansieht, ne? Mein alter Basslehrer, den ich auch hier mal erwähnt habe, das ist quasi mein Herr Luther, aber im negativen Sinne, der sprach immer von der Beamtenmentalität. Und er hat das für sich beobachtet im Theater-Musical-Bereich. Da hat er gesagt, so, das sind nachher irgendwie nur Beamte, die machen ein Köfferchen auf, holen die Gitarre raus, spielen und Punkt 16.30 Uhr wird dann das Köfferchen auch wieder zugemacht. Ja, und so. Ein Faktor, den ich da sehe, warum sowas passiert, beim Theater kenne ich mich jetzt nicht aus, aber bei den Coverbands, das ist, wenn man sich selbst keine neuen Herausforderungen mehr stellt. Also, wie ich gesagt habe, wenn du seit 20 Jahren dasselbe Programm spielst und dann nur immer mal einen neuen Song dazu nimmst, weil das jetzt gerade der Hit ist und der läuft jetzt viel gespielt, lass uns doch den auch mal mit reinnehmen, kommt gut an.
ja, dann hast du keinen Bock mehr, ne? Irgendwann, weil du machst immer dasselbe. Du hast doch kein Interesse mehr dran, irgendwo, selbst wenn du dort einen Solo-Part hast, ach komm, ich spiele seit 10 Jahren exakt dieselben Töne, funktioniert doch, wenn so ein bisschen der Enthusiasmus raus ist. Und ich merke das bei mir sehr schnell, wenn sowas passiert, weil dann bin ich einfach gelangweilt. Deshalb passiert das bei mir nicht. Ich möchte immer gern was Neues machen, irgendwas Neues probieren, neuen Song wenigstens, ja. Und das ist auch so eine Sache bei meiner Band The New Hornets. Wir suchen halt bewusst Songs, die wir irgendwie selber in einer gewissen Weise geil finden oder probieren wollen. Also wir machen nicht, wir spielen zum Beispiel nicht Barbie Girl. Einfach weil keiner von uns Interesse hat, den jetzt unbedingt machen zu wollen, ne? Mit einer Sängerin ist schon wieder ein ganz anderes Thema, aber ich sehe mich jetzt nicht Barbie Girl singen und wir sind drei Kerle, wer soll da Barbie Girl singen? Mach mal nicht. Auch Saturday Night ist eine Frauenstimme, interessiert mich auch nicht weiter. Ne? Machen wir mit einer Sängerin, machen wir das auf jeden Fall. Ich will nur sagen, wir haben gesagt, wir machen Prodigy. Wir haben ein Prodigy-Medley, ja, mit 3 Songs und die kommen nicht bei allen an, aber da kommen von den Ecken immer welche angerannt, die dann richtig abgehen auf der Bühne, nämlich die, die das richtig feiern und das schon damals geil fanden, ne? Und solche Sachen brauchst du auch. Du brauchst immer mal so einen Moment, den du für dich machst oder für nur bestimmte Leute. Und das habe ich mal auch von ich weiß leider nicht mehr von wem, von einem Komiker gehört. Ich glaube, Jürgen von der Lippe war es. Der hat gesagt, er hatte in seinem Programm immer einen Witz. Da wusste er, dass irgendwie so von 100 Leuten verstehen den 95 gar nicht, weil da ist irgendeine Spezialität oder ein Wort, was die meisten Leute eigentlich nicht kennen. Und dann lachen 3 Typen, die lachen richtig laut im Publikum. Und den erzählt er nur für diese Leute. Das ist mal so ein Dämpfer für die anderen, die sagen, was erzählen die gerade? Aber die 3 Leute, die sagen, ey, ich war da in der Show, und dann hat er plötzlich dieses Wort benutzt, was keiner kennt oder so, ne? Und so sehe ich das auch. Ich brauche Momente. Ich brauche ein paar wenige. Ich bin jetzt nicht der sich hinstellt, ich muss in jedem Song Solo spielen. Aber ich brauche ein paar Momente, wo ich mal was spielen darf, mal was ausprobieren darf. So, kleine Momente. Ich brauche mal einen Song, wo ich sage, den mache ich, weil ich den unbedingt machen wollte, weil es lustig ist, dass ich mir ausgesucht und nicht, weil er kommerziell besonders erfolgreich war. Sowas. Und das kann die Laune in so einer Band am Leben erhalten. Und auch einen neuen Song, wenn du sagst, Mist, heute spielen wir den zum ersten Mal, dann kommt wieder so eine kleine Aufregung, weil du da nicht so abgemuckt bist, wie wir das nennen, ja, wo du so, ich weiß doch schon, was ich tue. Jedes Lied kommt nacheinander. Selbst die Reihenfolge manchmal zu ändern oder so, ne, führt schon dazu, Mist, wie macht man jetzt das? Das macht's einfach spannend. Und das brauchen die Leute. Noch ein kurzer Einschub, ein super guter Name für eine Coverband, Firestarter. Ah ja, okay, ja, Firestarter. Wo wir bei Prodigy waren. Ich wollte nur fragen, ihr probt wöchentlich, ne, mit eurer Band. Wie oft wechselt ihr das Programm aus? Oder wie oft kommt was Neues dazu? Wie oft schmeißt ihr was weg? Also bis zu diesem Jahr, quasi Anfang dieses Jahres, haben wir eigentlich ständig neues Material gemacht, weil wir noch zu wenig hatten. Dann war es auf einmal viel zu lang, dass wir nie alles spielen konnten. Dann haben wir die Songs eingekürzt. Das war dann unsere Hauptarbeit. Also noch Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres saßen wir im Proberaum, Mist, wir brauchen noch 7 Lieder, um auf die 3 Stunden zu kommen. Und haben wir gemacht. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, dass aber alles zu lang ist, weil bei unseren Versionen wären auch immer zu lang. Also wirklich im Nachhinein sagst du, für eine Party musst du nicht 3 Refrängen von Captain Jack spielen. Ja? Aber wir haben es erstmal so einstudiert. Und dann haben wir angefangen, alles zu kürzen. Und jetzt sind wir gerade in einer Phase, wo wir die Lieder nochmal überarbeiten, wir nennen das mit Gewürzen versehen, wo wir sagen, wo passt noch ein Shaker rein, dass sie nicht so dünn einfach klingen, wo passt noch irgendein Loop irgendwo, der im Hintergrund läuft, oder wie gesagt, wir kürzen auch gerade noch viel raus, machen viele Übergänge, weil die Reihenfolge sich jetzt manchmal ändert. Also momentan gibt's nicht so viele neue Songs, aber wie gesagt, bis Anfang dieses Jahres hatten wir konstant immer ein neues Lied dazugenommen. Und jetzt wollen wir dieses, ich nenne das immer polieren, jetzt wollen wir das mal auf Hochglanz polieren, dieses Programm, dass es perfekt steht, für dieses Jahr sozusagen. Und dann gucken wir, welche Songs funktionieren nicht, welche funktionieren, und dann passen wir das an. Das ist auch, jede Show ist anders. Wir haben im November 23 haben wir in Leipzig unseren großen Gig gespielt. Da haben wir 2x90 Minuten gespielt, selbstorganisierter Gig, ne, wo ich ja auch ein bisschen Werbung gemacht habe. Findet übrigens diesen November wieder statt in Leipzig, wer da Karten kaufen möchte. Das ist auf unserer Website schon möglich. Also wieder dieses Konzert, das wir für uns selber organisieren, für die Leute, die uns mögen, die uns kennen, damit wir auch hier in Leipzig ein bisschen unterwegs sind. Und da haben wir zum Beispiel gespielt, 2x90 Minuten, und haben volle Bude durchgeballert. Wir haben ja auch diesen Ansatz, wie ein DJ keine Pause machen. Ein Lied geht ins nächste über. Und dann haben viele Freunde gesagt, ey, das ist too much. Da ist ja nicht einmal so ein Tiefpunkt, wo man sich mal erholen kann. Man kann nicht klatschen und so. Und dann haben wir gesagt, Mist,
Wir müssen ein paar Pausen reinbringen, wo auch mal das Publikum einfach klatschen kann oder mal ein Glas Wasser trinken kann und dann weiter tanzen kann. Und wir haben seitdem zwei Balladen reingenommen. Ja, wir singen von Robbie Williams, Angels, singt der Pianist. Und ich mache nur mit Akustikgitarre Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Und das ist reingekommen, aber nur aufgrund des Feedbacks des Publikums. Und das ist die Antwort auf die Frage von dir. Wir gucken uns das immer an und manchmal haben wir das Gefühl, irgendwas funktioniert nicht, dann ändern wir was. Hier muss noch ein neuer Song oder hier brauchen wir noch, hier ist ein Tempo-Switch, da erst spielen wir ganz 110er-Tempo und plötzlich kommt hier Captain Jack mit 180 oder was oder 160, was weiß ich gar nicht. Da muss noch was dazwischen, um das aufzubauen und dann fügen wir was hinzu. Also wie gesagt, momentan Polierphase, aber wenn uns was auffällt, dann suchen wir direkt nach Titeln, die das noch aufwerten können. Und dieses, dass man von der Auftrittszeit ausgeht, kenne ich auch. Man will eine Stunde, erst 45 Minuten, dann eine Stunde, anderthalb Stunden. Ihr seid bei 3 Stunden, die ihr voll machen müsst. Da müssen natürlich erstmal Lieder angekarrt, eingeprobt werden und dann kann man dann aussortieren und gegebenenfalls rausschmeißen. Es werden fast nie diese kompletten 3 Stunden, weil beim letzten Mal zum Beispiel mussten wir den letzten Lied, was die Zugabe sozusagen ist, ne, bei der Bandvorstellung, und dann singt da Angels Robbie Williams und dann haben wir so Sparks heißen die, das ist wie Flammen sieht das aus, die hinten hochkommen, ne, so feuerwerkmäßig. Und dann haben wir durchs In-Ear gehört, ihr sollt jetzt Schluss machen, weil die Moderatoren wollen nochmal auf die Bühne und wollen das richtige große Feuerwerk ansagen. Konnten wir einfach nicht spielen. Ne? Das passiert ganz oft. Der erste, hast ja oft so mehrere Bands hintereinander oder dann gibt's Rahmenprogramm, da kommt die örtliche Karategruppe und führt was vor und so. Und wenn der erste überzogen hat, dann ist das komplette Programm aus den Fugen, dann überzieht der nächste. Und dann heißt, ja, ihr solltet eigentlich 3 Stunden spielen, aber wir haben jetzt nur 2,5. Und dann muss wieder was rausfliegen. So. Also wir kommen selten in den Genuss, das wirklich in Ruhe durchzuspielen sozusagen. Die krasseste Geschichte, die ich jetzt am Wochenende gehört habe, da kommen wir gleich zu, hat mir ein Bassist erzählt. Die haben auch bei einer Firmenfeier gespielt mit der Band und da wurden die nach 3 Liedern gebeten, doch bitte aufzuhören, weil der DJ lieber übernehmen sollte. Das fand ich heftig. Passiert, kenne ich. Und dann kriegst du aber volles Gehalt und gehst halt heim. Ja, ja, das sowieso, aber das ist doch, also in deinem Musikerherzen machst du so ganz laut Knacks. Ihr seid viel zu schlecht, ihr stört eigentlich. Lass mal den DJ machen, der ist leiser, der kann die Lautstärke regulieren. Es kann aber auch sein, dass einfach die falsche Band gebucht worden ist, auch von der Musik her oder so, je nachdem wie da der Altersdurchschnitt in der Firma oder wenn es eine Firmenfeier ist, ne, kann auch sein, die gehen übel ab, wenn dann, komm, wir fahren nach Amsterdam und dann kommt so eine, ich nenne es mal so eine typische Gala-Band, die alles ein bisschen funky spielt und auch Hits oder so, aber wo die Leute so, nicht weil das schlecht ist, sondern einfach, weil die brauchen Amsterdam, die rum, bum, 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 die brauchen so einen durchgehenden Beat, damit die wissen, wo sie tanzen müssen. Und dann bist du manchmal einfach falsch gewählt worden von denen, die das organisiert haben. Das passiert. Und die Stimmung des Abends ist ja nicht vorhersehbar. Die kannst du nicht abschätzen. Das ist, Wetter ist gut, Wetter ist schlecht, wie auch immer, Alkohol geflossen. Aber zur Probegestaltung, der Kommentar geht noch weiter, beziehungsweise die Fragen. Es gibt ja viele Herangehensweisen, wie eine Band ihre Proben gestalten kann. Neben dem Anarchiekonzept, wir treffen uns, gucken, trinken Bier, kann es auch eine Struktur mit Zeitfenstern geben. Wie sind eure Erfahrungen? Ja. Fang du mal an, Vitali. Sag du mal, wie du sonst geprobt hast in deinen Bands. Ich vermisse so ein bisschen die Jugendheim-Probekeller-Zeiten. Vermisse ich schon diese Anarchie. Über die Jahre habe ich festgestellt, das ist verlorene Zeit und von dir habe ich gelernt und das habe ich übernommen und auch mache in meinen Schülerorchestern auch so. Wir haben Zeitfenster, wir haben 6 Lieder, wir spielen pro Lied 5 Minuten und wir hören nach 5 Minuten auf. Mhm. Das heißt, wir haben eine halbe Stunde, um 6 Lieder durchzuspielen, egal wo wir sind, nach 5 Minuten wird aufgehört. Hat den Vorteil, dass die Unmotivierten wissen, ey, es ist gleich vorbei, wir können gleich mein Lieblingslied spielen. Und es hält die Motivation und so ein bisschen die Perspektive und das Ziel der Schüler vor Augen. Und natürlich auch der Musiker bei mir in der Band. Also da einen festen Zeitplan, einen Probeplan zu haben, finde ich super. Habe ich von dir gelernt, Sebastian. Also ich habe das nie so gemacht mit 5 Minuten pro Lied. Das ist jetzt von dir die Modifikation, die gefällt mir aber gerade in so Schülerbandgeschichten, ne? Kurzer Einschub, genau. Das war, du hast gesagt, man hat nicht nur feste Anfangszeiten, sondern auch feste Zeiten, wann man aufhört. Das ist wichtig, ja. Mhm. Genau, und das habe ich übertragen auf eine Setlist, dass man sagt, pro Lied 10 Minuten und dann belassen wir das auch dabei. Weil dann wird sonst rumdiskutiert, man verliert nur unnötig Zeit und ja. Wenn die Zeit fest definiert ist, dann wissen auch
die, die halt zu spät kommen, dass es vorbei ist dann und dann zwingt die das halt pünktlich zu kommen, das ist die eine Sache. Aber auch, ich denke, man verzettelt sich sonst ganz schnell, wenn man immer Open End hat. Das heißt ja nicht, dass man das nicht mal machen kann, aber wenn einfach deine Arbeitszeit sozusagen insofern geregelt ist, dass du weißt, wir arbeiten daran, verbeißen uns auch nicht. Falls, es gibt ja manchmal so Sachen, wo man nicht fertig wird, man findet kein richtiges Ende oder man kommt mit den Arrangements nicht klar, dann ist halt Feierabend und bei der nächsten Probe hat man ja wieder neue Ideen, sieht's anders aus, ne? Und zu diesen Zeitfenstern, das hatten wir eine Zeit lang gemacht, weil wir verschiedene Sachen proben wollten. Wir mussten das Oldie-Programm proben. Wir mussten manchmal für irgendeine Hochzeit irgendwie, da waren dann Wünsche, könnt ihr bitte den Song, den Wilder Bräutigam selber singen oder da wollen die dazu tanzen und könnt ihr das machen. Und dann gab's natürlich, dann wollten wir damals das 90er-Programm groß machen und das waren drei verschiedene Sachen. Und da war auch wieder das, wenn du dich festbeißt an den Oldie-Programm, dann bringst du das voran, aber dann passiert das andere nicht. Wenn du aber nur für die Hochzeit übst, dann geht das Oldie-Programm nicht weiter. Und da haben wir tatsächlich eingefügt, wir proben 3 Stunden und jedes Segment sozusagen bekommt 1 Stunde. Mittlerweile machen wir das nicht, weil wir jetzt relativ, meistens wissen wir, was gerade zu proben ist. Und das wäre höchstens noch der Tipp. Es muss einfach klar sein, was passiert. Also im Proberaum gehen und dann nicht wissen, was machen wir heute eigentlich, das ist schon der erste Fehler. Also man kann ja sagen, ey, wir treffen uns bei der nächsten Probe zum Jam für den neuen Song, wenn es jetzt eigene Ideen sind. Ja? Oder wir haben da eine Stelle, die ist unklar, da jammen wir einfach mal drüber. Kann man ja machen, wenn man das weiß. Ne? Wenn jetzt aber ein neuer Song geprobt werden soll, ist es auch gut, wenn die Leute das eine Woche vorher wissen, weil jeder muss sich ja vorbereiten. Wenn es jetzt heißt, ey, wir müssen noch She's a Maniac für die große 80er-Party machen, dann will das jeder mal gehört haben und sich vorbereitet haben. Ne? Dann ist es gut, auch wenn das vorher feststeht, vielleicht sogar im Kalender. Am 9. Juli proben wir Maniac. Da ist jeder dann bitte vorbereitet. Ne? Je eher man das weiß, umso besser. Und das, denke ich, gehört dazu, zu dieser Probevorbereitung, dass einfach klar ist. Ich meine, du als Band-Orchesterleiter, du hast den Plan, du weißt, was du tun willst. Da ist vielleicht nicht so wichtig, nur dass die ihre Noten vielleicht vorher haben oder so, je nachdem, wie ihr das erarbeitet. Aber jetzt so als eigene Band muss einfach klar sein, weil, das hatte ich auch mal, dass man kommt zusammen und du hast was vorbereitet. Ach nee, das habe ich gar nicht gemacht, lass uns lieber das machen. Das ist dann doof, weil warum habe ich mich heute früh, dann bin ich manchmal früh noch aufgestanden, habe den Song gelernt, hätte ich nicht machen müssen, hätte ich auch was anderes machen können. Das führt dann zu Unstimmigkeiten. Deshalb ist schon gut, wenn man weiß, was zu tun ist. Genau, und dass ich als Orchesterleiter teile das auch den Schülern mit, weil Kinder mögen keine Überraschung, habe ich gelernt, und das ist so. Nichtsdestotrotz, bei allem professionellen Anspruch, den wir an unsere Band stellen, es ist immer noch ein soziales Gefüge, es geht auch um das Miteinander. Mein Dozent hat immer gesagt, hör auf zu proben, geh mal mit dem Schlagzeuger ein Bier trinken. Das ist auch wichtig, ne? Also nicht nur arbeiten, sondern ein Kasten Bier oder gemeinsames Sitzen auch nach der Probe ist super wichtig und gehört dazu. Kann ich nur unterstützen, und passend dazu, ich lese gerade das Buch Hidden Potential von Adam Grant, und im letzten Teil des Buches geht's, wie Teams und Organisationen ihr Potenzial erreichen können, ihr verborgenes Potenzial freischaufeln können. Da wird dann erzählt, dass die besten Teams, und das ist eigentlich fast egal in welchem Bereich, ja, wir kennen ja alle den Begriff Schwarmintelligenz, aber es gibt auch so eine Art, ich nenne es mal Teamintelligenz. Also wenn verschiedene Menschen zusammenkommen und ein Team bilden müssen oder wollen, ja, dann kann es passieren, dass die Summe der einzelnen Teile mehr ist, aber es kann auch weniger sein. Und das kommt darauf an, wie dieses Team miteinander umgeht miteinander. Und jetzt ist es so, aus dieser Forschung, das erzählt ja dieser Organisationspsychologe Adam Grant, dass es reicht nicht, wenn du zum Beispiel die klügsten Köpfe einfach zusammensteckst. Wenn die sich nicht verstehen, dann ist das Ergebnis, was dieses Team rausbringt, nicht so gut, wie wenn du, sag mal, mittelmäßig oder normal begabte Leute zusammensteckst und die wunderbar, er nennt das prosozial, miteinander umgeht. Also das heißt, die sich gegenseitig ermutigen, die sich gegenseitig unterstützen, ihr Wissen miteinander teilen, die, wenn einer irgendwo kein Talent hat, dass jemand anderes das mit seinem Talent ausfüllt und er deswegen aber keine Nachteile bekommt, weil ja, du kannst das wohl nicht oder so, sondern er nennt das prosoziales Verhalten, ne? Und dass diese Teams schlagen in allen Forschungstests, die man dann macht, man lässt dann Teams gegeneinander antreten, schlagen sogar Profis aus bestimmten Bereichen, weil die ihre Teamverhalten so gut ist, dass dort das beste Ergebnis rauskommt. Und die gleichen Ergebnisse kriegt man, es gibt zum Beispiel so Basketball All-Star Games oder so, wo die besten Spieler in ein Team, und das funktioniert dann nicht am besten,
weil das natürlich dann alles, ich nenne es jetzt einfach mal so, die Narzissten sind, die einen Ball haben wollen, die nicht abgeben. Da fehlt der, der den Pass spielt, zu dem, der das vorbereitet, dass dann der Star den Pass werfen kann. Und das Gleiche hat man festgestellt im Jazz. Da hat man nämlich auch mal versucht, eine Zeit lang, ey, lass uns doch die besten Typen, den besten Bassisten mit Pat Metheny an der Gitarre und mit dem besten Saxophonisten, man hat die in eine Band, das waren auch so All-Star-Bands, und die Platten, das waren nicht die bestverkauftesten, weil das halt alles, die wollten alle Lieder sein, die wollten alle sich beweisen und da war kein Teamplay, ne? Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt ein wunderbares Video, das spielt Jaco Pastorius mit Michael Brecker. Michael Brecker ledert ab und Pastorius daneben auch total wild und Brecker kommt damit nicht klar, ne? Er sagt so, wo ist das Fundament und spielt dagegen. Also die haben mehr gegeneinander gespielt und irgendwann mal bricht Brecker so total genervt ab und schüttelt nur den Kopf, stellt die Kanne ab und hat Jaco das Feld überlassen. Mega Beispiel, super. Möchte ich gern sehen, das Video. Wenn ich das finde, genau, ich suche das mal raus. Ich habe das selber bei einem YouTuber gesehen, aber Das beschreibt genau das, was ich gesagt habe, wie beim Basketball kann man sich auch vorstellen, wenn der Ball nicht abgegeben wird. Jeder will den goldenen Schuss machen, sozusagen. Wie nennen wir es? Das Goal. Der goldene Schuss ist was anderes. In letzter Sekunde, der goldene Reiter. Mhm. Als hätte der Kommentator das hier gewusst, wie unser Gespräch verläuft, seine Frage zur Bandrollen und Songwriting. Bandrollen haben wir oder Rollenverständnis hatten wir auch schon mal angemerkt. Aber er schreibt Folgendes dazu. In einer Band entstehen meist intuitiv Rollenbilder. Genau, das kennen wir vielleicht alle, dass man sich unfreiwillig in eine Rolle begibt. Nicht zwingend geplant, oft aus der Persönlichkeit heraus. Einige schreiben Aktivsongs, andere setzen die Ideen nur um. Nicht immer schreiben die Sänger die Texte und andere kümmern sich um das Organisieren der Konzerte und so weiter. Besonders beim Songwriting, mein Wunderpunkt, kann dies auch zu Streitpotenzial führen, nämlich dann, wenn mehrere Bandleader an einem Song schreiben und dann unterschiedliche Geschmäcker bedient werden müssen. Ja. Habe ich erlebt, kann ich nicht. Also Songs schreiben mit jemandem anders, also eine Idee ausarbeiten, wenn ich mir selber nicht sicher bin, was ich will, das funktioniert bei mir nicht. Haben wir sogar auch festgestellt. Mhm. Bei unserem Versuch, ja. Mhm. Den ChatGPT Blues Song zusammenzuschreiben. Ja, genau. Die Entfernung kam natürlich auch dazu. Wir kannten uns zu dem Zeitpunkt noch weniger musikalisch. Songs, ich finde es immer gut, wenn eine halbwegs brauchbare Idee rumkommt. Und was ich auch ganz oft erlebt habe, ich komme mit einer Idee an und ich höre natürlich schon den fertigen Song, spiele aber diese pimmelige Gitarre meinen Bandmitgliedern vor und die können damit nichts anfangen. Die hören das Arrangement, was ich im Kopf höre, nicht. Und dann teilen die meine Begeisterung nicht. Ich bin entgeistert und das ist immer ein blödes Gefühl. Das heißt, Ideen möglichst weit ausarbeiten für mich und dass man die kommunizieren kann. Ich habe mehrere Punkte, an die ich anknüpfen möchte. Das eine war, wo er geschrieben hat, dass sich da intuitiv Rollenverständnisse oder Rollen herausbilden. Ne? Rollenbilder, ja. Da muss man auch aufpassen, weil auch das stand letztens in genau diesem Buch, ja, zu diesem Thema Teams, dass leider ist es so, auch im Managementbereich zum Beispiel, aber auch in vielen anderen Teams, dass die am lautesten quatschen, immer die Anführer dann sind. Weil das ist die in ihre natürliche Rolle, die Extrovertierten, die rausgehen, und die viel reden können und dann sagen die Ruhigen, ja, lass mal machen. Ne? So. Aber das heißt nicht, dass die besseren Ergebnisse bringen. Und man muss aufpassen, dass man dann zum Beispiel den stillen Bassisten nicht überhört, der vielleicht auch gute Ideen hat, der jetzt aber sagt, ich traue mich das nicht zu sagen, weil der andere ist so aggressiv oder vielleicht denkt er das nicht bewusst in diesen Worten, aber sagt er, lass die mal machen. Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Idee hier gefragt ist. Und das ist super schwierig, da so eine Atmosphäre zu schaffen, dass jeder sich das traut, das reinzugeben. Ne? Und das hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Du hast gerade gesagt, wenn die dann das Arrangement hören und nicht begeistert sind oder so, das ist auch schwierig. Ne? Gleichzeitig, du sagst, du hörst schon das Arrangement, aber jeder Mensch hat ja auch ein Autonomiebedürfnis. Und wenn du dem Gitarristen als Bassisten vorschreiben willst, wie es zu klingen hat, ist vielleicht auch der falsche Ansatz, weil das sind ja nicht deine Musiksklaven sozusagen, ja. Sondern die Idee müsste sein, und das ist schwierig, weil dann jeder ein bisschen von seinem Ego zurücknehmen muss, zu sagen, was ich eben gesagt habe, wenn jeder jeder sollte Ideen liefern können und dann muss man gucken, dass das Beste dabei rauskommt. Und klar darf der Bassist auch eine Idee für eine Gitarre haben, aber der Gitarrist muss natürlich auch mal die Chance haben, seine Idee reinzugeben. Und ich denke,
wirklich, Bands sind dann am besten oder Teams, wenn von jedem das Beste kommt. Und das ist immer, das ist super schwer, weil ich das in meiner Band ja auch habe, weil das immer ein Austarieren ist. Jeder hat bestimmte Begabungen, jeder hat bestimmte Charaktereigenschaften. Ja? Und der eine ist zum Beispiel zu perfektionistisch. Ah, das ist noch nicht perfekt, das reicht nicht. Der andere sagt, ich finde das geil, dass das so ein bisschen rau ist. Lass doch so, wir müssen nicht jeden Schlag, lass den Schlagzeuger die Beckenfigur improvisieren. Nein, das stört mich in meiner Linie. So, da eine Mitte zu finden, dass jeder zufrieden ist, das ist viel mit Kommunikation und auch mal zurücknehmen zu sagen, okay, pass auf, ich mag es eigentlich, wenn jeder genau jeden Schlag, wenn der wie ausnotiert ist, aber an der Stelle lasse ich den Schlagzeuger seine wilden Beckengeschichte machen. Dafür wird dann dieser Break, der ist nicht zufällig. Ich möchte, dass der nach 16 Takten stattfindet, damit jeder genau zur gleichen Zeit in den neuen Teil übergeht. Also da muss man lernen zu kommunizieren und niemanden zu überfahren. Und das hatte ich auch schon mal angebracht, diese Idee, jede Idee einmal anzuhören, zu probieren, ja, damit, und zwar, wenn sie fertig ist, am besten sogar aufgenommen, einmal Idee A aufnehmen, dann Idee B, dann hat der Basser noch diesen Vorschlag und jede Idee einmal anhören und vielleicht am nächsten Tag entscheiden, welche man am besten findet. Da muss man auch sich zurücknehmen und mit offenem Ohr hören können. Das sind alles so Geschichten, wo man aufpassen sollte. Also eigentlich ist alles Kommunikation und miteinander arbeiten. Und das haben wir alle nicht gelernt. Und jetzt werde ich nenne es jetzt mal verschwörungstheoretisch, das haben wir in der Schule nicht gelernt. Und zwar, weil da geht's ja, guck mal, der hat eine 1, du hast nur eine 2. Da wird nicht zusammengearbeitet. Da wird nicht gesagt, ey, mach doch zusammen die Mathearbeit. Was kannst denn du von ihm lernen? Warum hast denn du nicht das Bruchrechnen verstanden? Lass es dir mal von ihm zeigen, wie er das macht. Es gibt keine Zusammenarbeit in der Schule. Und das ist schade, weil Menschen arbeiten eigentlich immer zusammen. Ja? Wir sind eigentlich keine Konkurrenten, sondern wir sind Leute, die kooperieren und dann ihre beste Eigenschaft oder ihre besten Ideen haben, ihre besten Eigenschaften ausbrüten sozusagen. Und das fehlt uns da ein bisschen. Das haben wir nie gelernt. Das müssen wir jetzt alles noch lernen. Ja, genau. In der Schule, ich kenne noch den Satz, warum hat ihr eine 2 und ich eine 3 minus, obwohl wir die gleichen mündlichen Beiträge hatten und so weiter. Die gleiche mündliche Mitarbeit kenne ich noch. Aber wo du Konkurrenz sahst, den Gedanken hatte ich auch für ein Gespräch. Und zwar, es ging darum, wen wir zu Interviews einladen. Und da schrieb einer, ja, ihr könnt ja den und den einladen. Ich habe den Namen vergessen, ist aber auch ein Gitarrenlehrer. Und dann aber auch in Klammern, ah nee, vielleicht doch nicht, vielleicht ist er ein Konkurrent für euch. Und das empfinde ich in der Musik überhaupt nicht. Also ich habe noch nie so ein Konkurrenzverhalten empfunden. Dazu muss ich sagen, ich habe während des Studios war ich in einer Kombo mit 2 Bassisten. Und weil nicht 2 Bassisten gleichzeitig spielen können, waren wir automatisch Konkurrenten, aber das war für mich nie irgendwie so ein Gefühl von gegeneinander. Ich empfinde auch keine Konkurrenz, weil weder mit einem anderen YouTube-Kanal, mit einem anderen Podcast, mit einer anderen Band, ich würde es maximal als Konkurrenz erfinden, wenn jetzt einer versuchen würde, mich zu imitieren. Das würde ich einfach nervig finden, nicht mal wie eine Konkurrenz. Sagen wir mal, es würde jetzt einer eine 90er-Band machen und unsere Arrangements covern. Dann würde ich sagen, was soll das? Das haben wir uns ausgedacht. Das würde ich einfach unfair finden. Du kannst ja selber eine 90er-Band machen. Schon das fände ich komisch, wenn der das nur macht, weil er das bei mir gesehen hat, nicht weil er das wollte. Ja, aber da würde ich sagen, okay, jeder soll machen, was er will. Also ich empfinde das im Prinzip nie. Nicht, dass das früher nicht mal so war. Früher wollte ich auch der coolste Gitarrist sein und der die geilsten Solos hat. Ne? Hat sich aber alles geändert. Ich sehe in keinem eine Konkurrenz, weil ich auch überzeugt davon bin, was ich tue, in dem Sinne nicht hier, ich bin der Coolste, sondern einfach, ich mache das und es gibt Leute, die können andere Sachen besser, es gibt Leute, die können andere Sachen nicht so gut. Ja? Beispiel, ich kriege manchmal Kommentare, du redest zu schnell. Das stimmt, aber ich passe mich nicht an, dann wirst du nicht mein Schüler, weil ich für dich zu schnell rede, das ist meine Art und dann ist das für den Nächsten frei sozusagen. Und ich versuche ja gar nicht jetzt langsamer zu reden, damit diese Leute anfangen, mir auch zuzuhören. Die Frage ist, ob damit die Sprechgeschwindigkeit gemeint ist oder der Inhalt, den du quasi zu schnell, also zu viel Inhalt in wenig Zeit, weißt du? Auch das ist, das meine ich ja damit. Ich passe mich am Ende nicht an, weil ich bin so überzeugt, ist das falsche Wort. Selbstsicher klingt auch so arrogant. Ich bin einfach zufrieden mit dem, was ich mache, dass ich sage, hier ist es. Und wenn es dir nicht gefällt, ist es nicht schlimm, dann geh woanders hin. Stört mich gar nicht. Also ich habe da keine negative Emotion, sondern ich stelle das hier her, ich stelle diesen Podcast rein mit dir zusammen, ich stelle meine YouTube-Videos, ich stelle mich auf eine Bühne und dann entweder das gefällt oder das gefällt nicht, aber ich sage nicht, der ist besser oder der kann das oder so, sondern
ich sehe das tatsächlich so, jeder Mensch ist einzigartig und es spricht irgendwelche Leute an. Ja? Und in Konkurrenz kann ich nur gehen, wenn ich halt versuche, wie jemand anders zu sein. Ah, ich will das auch wie der machen oder so. Und dann wird es eine komische Konkurrenz, aber die ist eigentlich auch immer schlecht, weil du nie wie der andere genau sein kannst. Ja? Und dann ja immer, du bist ja immer an zweiter Stelle, weil du immer warten musst, was macht der jetzt, damit ich es wieder neu nachmachen kann oder so. Du bist ja immer in Lauerstellung. Also ich verstehe diese Denke sowieso nicht in meiner Welt. Ich habe vor kurzem ein YouTube-Video geguckt und das ging inhaltlich um ähnliche Themen, wie wir die im Podcast besprochen haben. Und mein erster Impuls war, ah, okay, der hat wohl kopflastig gehört. Und dann dachte ich, nein, es sind einfach die Themen, die alle beschäftigen. Und das hat mich dann auch bestätigt, ah, okay, wir waren ein paar Wochen vor dir da und haben schon darüber gesprochen. War auch nicht schlecht, war eine gute Erfahrung. Aber Konkurrenz, ich weiß nicht, ob ich das jemals hatte. Missgunst, dass man jemandem irgendwas nicht gegönnt hat, hatte ich in der Musik recht wenig. Oder gar nicht. Also ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich sagte, warum spielt er jetzt den Bass oder diese Linie? Wo ich so ein bisschen neidisch war, gestern bei einer Schülerin, die kam an und die schreibt super coole eigene Lieder. 18 Jahre alt, wird jetzt 19 am Freitag, mega gut, spielt, also singt, klasse, spielt Gitarre, spielt Bass, hat, ich glaube, Geige, Saxophon zu Hause und so weiter, also begabt. Und die kam mit einer Basslinie an. Und da waren so Slides und ich wäre da nie drauf gekommen, weil es theoretisch falsch war. Die ist aus der Quinte in eine Kreuz 5 reingeslidet und das ist theoretisch einfach Mist, aber das klang so cool. Und da habe ich sie gefragt, ja, wie hast du das gemacht? Ja, über die Stimme. Ich singe mir eine Basslinie vor und dann über die Stimme versuche ich das so zu imitieren. Da war ich ein bisschen neidisch. Würde ich auch gern können. Und genau das meine ich mit jeder ist einzigartig. Das ist eine Idee, die ist ihr gekommen, die wäre dir halt nicht gekommen. Und dir wäre wieder eine andere. Und deshalb sehe ich das alles gerade in der Musik oder Kunst oder so nicht als Konkurrenz, sondern das bereichert ja alles. Dadurch, dass der andere, wenn er das rauslässt, was in ihm ist oder die andere, kommen andere Ideen zustande als bei mir. Nur wenn wir versuchen, irgendwas Bestimmtes, ein Ideal, was wir jetzt definieren oder alle müssen wie Metallica klingen oder so, dann klingt es immer langweilig. Aber wenn jeder einfach sich, was er in sich hört, so wie du das beschreibst, wie sie das macht, dann kommt sie halt auf eine andere Idee. Und das macht das Ganze spannend. Ich möchte nochmal zu diesem Songwriting-Aspekt zurück. Ich habe jetzt nämlich erst gelesen, das ist auch ein Grund, warum es kein neues, schon lange, weiß gar nicht wie viele Jahre, 15, 20 Jahre, kein neues System of a Down-Album gibt. Hat nämlich der, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, Serge, Sarah Khan, genau. Der Sänger auf jeden Fall. Ne? Ich kenne seinen Namen leider nicht aussprechen. Der Bekloppte. Genau, der ziemlich coole Typ eigentlich. Er wurde gefragt, warum es da kein neues Album gibt. Und er hat gesagt, naja, früher, als wir eine neue Band waren sozusagen, als wir uns gegründet haben, da war ziemlich klar, ich bin der Sänger, ich habe die Songtexte geschrieben. Und auch seinen Namen habe ich vergessen. Derek Malakain, irgendwie, das ist der Gitarrist, auch ein Verrückter. Er hat die Gitarrenparts geschrieben und er ist auch musikalisch, er hat da eine Vision und weiß genau, was er will und ist da auch, da stand protective, also er schützt das auch, er will seine Ideen reinkriegen und so, was alles nachvollziehen kann. Na, auf jeden Fall wurden die Rollen komplett geteilt, ich schreibe meine Texte, er schreibt seine Musik. Ne? Und dann hat irgendwann auch der Gitarrist angefangen, sich mit Lyrik zu beschäftigen. Ah, ich will noch die Texte, lass uns mal das versuchen. Und da hat er gesagt, der Sänger, das finde ich gut, er hat ihn immer bevor, ja, geile Idee, lass uns das machen. Und als ich aber angefangen habe, musikalische Ideen anzubringen, fand er das überhaupt nicht gut und hat mich überhaupt nicht unterstützt und wollte nur seine Ideen. Und das fand er so ungerecht, dass die seitdem keine Musik mehr miteinander machen können, weil sie sich da auch nicht einigen können, weil er darf jetzt Texte und Musik schreiben und er darf maximal noch seinen eigenen Text schreiben, wenn überhaupt, wenn nicht schon ein Text da ist. Fand er auch nicht gut. Und das meine ich, da fehlt es nur an dem Miteinander. Ist schade, sonst hätten wir vielleicht in den letzten Jahren schon 8 neue System of a Down Alben gehabt. So das neue McCartney-Lennon-Duo, das Kongeniale. Sebastian, wollen wir mal so eine Quatschrubrik mal einführen? Was das ist denn eine Quatschrubrik? Ja, das führt mich gerade zu dem Thema und zwar, das ist, ach, die gibt's noch. System of the Down, ach, die gibt's noch. Naja, anscheinend ja nicht mehr, ne? Aber haben die sich offiziell aufgelöst? Ich glaube nicht, das weiß ich gar nicht. Lass uns das mal schnell googeln, ob System of a Down, ob es die noch gibt. Wie komme ich drauf? Im Bassforum nehme ich ja an dem Bassriff-Quiz teil und dann google ich ein bisschen und dann sind mir ein paar Bands begegnet
Und wo ich tatsächlich noch gedacht habe, ach, die haben sich noch nicht aufgelöst, die sind immer noch aktiv zum Teil oder die gibt es. Und ich würde so ein paar Bandnamen dir vorlesen und du musst raten, ob es die noch gibt oder nicht. Okay, lass mich kurz, bevor ich euch rate, ob es die gibt. Mhm. Also offiziell aufgelöst sind sie nicht, aber deshalb gibt es halt seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder so kein neues Album mehr, genau weil da diese kreativen Spannungen herrschen. Schade, sage ich nur. Okay, was ist jetzt meine Aufgabe? Ich habe so halb mit einem Ohr zugehört. Ich rate jetzt, ob es die Band noch gibt oder was. Ja, genau. Aber auf meiner Liste, so viel sei verraten, die gibt's alle noch. Aber vielleicht sagst du bei der einen oder anderen, oh, das ist verwundert mich ein bisschen. Okay, erzähl mal. Jethro Tull hatten wir, ist jetzt nicht verwunderlich, dass es die noch gibt. Das war mir klar, weil ich ständig diese irgendwo Plakate sehe, wo dieser Typ in seinem einbeinig dasteht und seine Flöte pustet. Genau, ja. Also das, die sehe ich öfter. Deep Purple, The Who, aus der gleichen Liga. The Who wusste ich nicht. Sind da nicht schon alle tot oder so? Nee, gehen auf Tour. Auf den Bandfoto sind die noch zu zweit. Also die Purple, muss man ja sagen, ist ja auch ohne Richie Blackmore, ne? Und auch, ich glaube, Steve Morse ist da mittlerweile ausgestiegen. Ich glaube, die haben schon wieder einen anderen Gitarristen, da bin ich nicht sicher. Das war auch ein spannendes Thema. Inwieweit ist das noch eine Originalband oder ist das eine Cover-Tribute-Band? Das ist auch ein super Ansatz eigentlich. Cool and the Gang. Ja, die habe ich letztens auch auf einem Plakat gesehen, dass die spielen. Mist, du bist ja informierter als ich. Also bei dir ist bis jetzt noch keine Band, wo du sagst, ach, die gibt's noch. Na, vielleicht, weil bei euch in Münster, weiß nicht, ob da große Bands spielen, aber da hängen anscheinend nicht so viele Plakate. Ich erinnere mich an diese Cool and the Gang, da dachte ich nämlich auch, die spielten zusammen mit einer anderen berühmten Band, die habe ich leider vergessen, die gar nicht zum Funk passte oder so. Das war hier in Leipzig wohl. Aber ist auch eine Coverband, The Beach Boys. Die gibt's immer noch. Ja, oh, die haben doch in den 60ern schon. Da bin ich jetzt überrascht. Da hätte ich gedacht, die sind alle schon in Ruhestand gegangen. Laut Wikipedia immer noch aktiv, nicht aufgelöst. Duran Duran, Wild Boys. Nie gehört. Nein, aber 80er. Ja, wer weiß. Die Frage ist ja, spielen die tatsächlich noch live? Und manchmal spielen die ja dann, also ich glaube, der Typ, der Forever Young gesungen hat oder so, der tritt auch noch überall auf großen Veranstaltungen auf, aber es kommt vom Band. Also der singt zu seinem eigenen Playback dazu, also nicht mal dazu, sondern sein Mikro ist gemutet. Er sieht auch überhaupt nicht mehr jung aus und schön. Er ist auch ein bisschen aufgegangen und singt da Forever Young und das ist aber nicht die Stimme, die zu diesem Körper irgendwie passt optisch, ne? Naja. So, jetzt, was mich auch überrascht hat, habe ich auch vor kurzem erst gelernt. Final Countdown Europe. Ah, ja. Gibt's noch. Kann ich mir vorstellen, es war ja 80er, Metallica sind ja auch noch unterwegs, klar, kann ich mir vorstellen. Culture Club, do you really want to hurt me? Gibt's noch. Ah, das ist bestimmt nur Playback-Mucke. The Bangles, Eternal Flames. Keine Ahnung, ja, also ich kenne den Song, aber die haben doch nichts anderes, also die spielen doch nur diesen einen Hit und dann ist Schluss. Nee, Moment, und dann habe ich bei YouTube eingegeben, The Bangles 2023, die spielen noch Riesenstadien. Wahnsinn. Status Quo. Ja, aber da ist doch auch, da ist doch John Fogerty nicht drin und der Sänger ist ja nicht auch gestorben. Ich verwechsel die gerade mit CCR. Nee, aber Status Quo trotzdem, ja, die weiß ich auch, dass die Liste, soll ich die abkürzen, Sebastian? Nein, erzähl bitte, ich möchte genauso weiter wie Journey, eben. Don't Stop Believing. Immer noch aktiv. Auch, was du hättest, das musst du beim nächsten Mal machen, guck mal immer nach, wie viele Originalmitglieder, das wär super interessant einfach. Das überlassen wir unserer Community, sage ich mal. Vielleicht habt ihr auch noch Bands, wo ihr sagtet, ach, die gibt's noch. Das wird mich tatsächlich interessieren. Weil ich bin der Meinung, wenn der Sänger gestorben ist, dann ist das für mich eine andere Band, wenn da jemand anders singt. Ja, kann er auch gut singen, keine Frage, wie jetzt bei Queen oder so, wo dann von mir aus kann auch ein super Sänger sein, aber die Band ist dann für mich gestorben sozusagen. Ja. Queen und ist nicht Queen. Wenn wichtige Mitglieder nicht mehr mitspielen. Also zum Beispiel, ich finde Guns N' Roses ohne Slash ist für mich nicht Guns N' Roses. Das ist halt Bumblefoot an Gitarre. Er spielt wunderbar Gitarre, aber ist wie eine andere Band. Ne? So, aber Foo Fighters mit einem anderen Schlagzeuger? Ja, da ich kein Schlagzeuger bin, würde ich das nicht mal merken, weil ich den alten nicht mal erkannt hätte, wenn ich den so. Wenn jetzt aber natürlich Dave Grohl fehlen würde, wäre das schon ein herber Schlag. Auf jeden Fall. Ja, einer von den Gitarristen, wenn der Bassist ersetzt werden würde, wäre es auch nicht so tragisch. UB40, Can't Help Falling in Love, in den 90ern hat uns, glaube ich, begleitet. Dich wahrscheinlich auch. Ja, so, nicht wirklich. Reggae. Take That. Take That. Ach, aber ohne Robbie Williams, denke ich, oder? Nee, da ist ein anderer. Ja, klar, der ist wieder dabei, aber dafür ist ein anderer ausgestiegen. Also die hatten auch immer so Probleme. Ich weiß nicht, woran das liegt. The Offspring gibt's noch. Oh, aber ja, ist auch schwierig, weil gerade so
Teenie-Bands und Punk-Bands, die über die Texte singen, die quasi 30 Jahre alt sind, wo sie 20 waren und dann über solche Texte mit Teenager-Probleme quasi, die Eltern nerven oder so. Das finde ich immer komisch, wenn du dann erwachsen bist, der Sänger ist auch ein bisschen aufgegangen, kommt nicht mehr an die ganz hohen Töne ran, gibt so ein paar Live-Videos und so. Und dann über diese alten Texte, das ist manchmal schwierig, finde ich. Welche Punkband ist gut gealtert? Also wer gar nicht geht, ist Toten Hosen. An Tagen, warum nicht? An Tagen wie diesen, das ist Schlager. Ja, weil es kein Punk mehr in dem Sinne ist. Aber die können, ne? Genau, die können nicht mehr übersaufen und an irgendwelche Wände pissen singen, das geht halt nicht. Hm. Verstehe ich. Also absolut legitim. Ohne, dass ich Fan bin oder die groß jetzt live gesehen hätte oder so, aber Green Day, der wirkt für mich immer irgendwie jung, der Sänger. Ne? Der ist Anfang, Mitte 50. Sieht aber immer irgendwie noch wie ein Knabe, also wahrscheinlich gut geschminkt oder keine Ahnung, aber der wirkt irgendwie noch fidel, wenn er das macht, ne? Dem kaufe ich das. Aber die Texte haben sich dann auch seit American Idiot haben sich's verändert. Mhm. Kelly Family. Gibt's noch. Haben sich nicht aufgelöst. Aber auch nicht alle zusammen. Ja, okay. Das ist ja nur geil, wenn wirklich, der Vater ist glaube ich schon tot, aber wenn da wirklich die komplette Familie wie früher in Lutherstadt-Eisleben, wo ich geboren bin, da haben meine Mutter, hat die noch auf dem Marktplatz in Lutherstadt-Eisleben gesehen, wo die niemand kannte, wo die noch völlig unbekannt waren und dachte also wirklich, Straßenmusiker. Was ist denn das für eine Lumpentruppe, hat die damals gedacht. Da wusste die noch nicht, dass die mal im Fernsehen zu sehen sind. Und mittlerweile schon die nächste Generation bei Let's Dance tanzt. Die Songs fand ich übrigens geil. Ja, also keine Frage, I'm in love with an alien. Mega geil, auch natürlich Sometimes. Bisschen tot gespielt, wie The Final Countdown auch. Aber auch das ein geiler Song eigentlich gewesen, ne, von der Idee her. So, also. Jetzt wird's ein bisschen moderner, so aus der Indie-Rock Anfang 2000er. The Kooks. Kenn ich nicht. Naiv. Mando Diao, Matchbox 20. Habe ich alle, kenne ich vom Namen her, die haben so ein paar Hits, die ja auch jetzt noch Coverbands, die so Rock machen, gerne spielen. Ne? Sex on Fire, nee, das war King of Leons. Was hast du gerade? Mando Diao, was hatten Mando Diao? Die hatten auch mehrere. Komm ich jetzt Mando Diao war auch präsent. Stimmt, King of Leons, wer vielleicht, gibt's die noch? Ich vermute mal ja. Blink 182 mit aufgehört und gibt's wieder. Dog Eat Dog, Anfang der 90er. Nie gehört? Das war so Rage Against the Machine mit Saxophon. Die klingt hatten so. Witzig. War gut. De La Soul, ein Hip-Hop-Trio gibt's immer noch. Pet Shop Boys. Was? Ja. Das ist, was ist ein Pet Shop Boys? Ist für mich, Go West. Ich will ja niemanden zu nahe treten, aber das ist doch keine Band im Sinn, sondern es ist doch eine computerverfremdete Stimme und ganz viel Elektronik, oder? Wikipedia nennt ihn Elektro-Duo. Okay. Wie Scooter quasi. Trio. Gibt's auch noch. Haben sich auch geändert. Ja, ja. Die sind immer noch aktiv. Also, ich würde mich über weitere Bands freuen, wo ihr denkt, wo ich denke, ach was, die gibt's noch, die sind immer noch aktiv. Aber ich glaube, ich habe jetzt so viel aufgezählt. Und ich habe tatsächlich auf einen größeren Überraschungsmoment bei dir gehofft. Aber deine Begeisterung, oh Mann, ey. Ja, ich muss dir sagen, bei vielen, das habe ich ja schon angedeutet, ist es dann halt, wenn nicht mehr die Originalmitglieder da sind, manchmal ist es ja nur noch einer, der das am Leben hält und der davon lebt, dass er so viel rumtourt und dann ständig irgendwo spielt, das aber überhaupt nicht mehr die Mucke ist. Mir hat letztens einer erzählt, der war bei so einer Band, ich weiß nicht mehr, wer das war, die es schon seit 100 Millionen Jahren gibt und da können die auch kaum noch spielen. Das war, genau, Tontechnik, ich erinnere mich an das Gespräch, ist ein Tontechniker, sogar Veranstaltungsmeister und alles, also ein guter sozusagen, der da Ahnung hat, und der hat gesagt, die waren so alt, da kam von der Bassdrum überhaupt kein Signal mehr. Der hat zwar da getreten, aber es war so leise, der konnte gar keinen Druck mehr erzeugen und hat da so halb im Schlaf gespielt und manchmal hat er so gezuckt, dann kam einfach ein Beinzucken und dann, weil er den Gain von der Bassdrum übel aufgedreht hat, gab es dann einen riesen Bam, Bang rein in die Anlage, dann hast du da runtergedreht, dann hat man die Bassdrum wieder gar nicht gehört, weil die waren gar nicht mehr in der Lage, in dem Alter zu spielen. Ich sage jetzt auch nicht, welche Band das war. Aber ja, deshalb, ich bin da nicht begeistert, wenn nur noch ein, zwei Leute da sind, dass so halb am Leben gehalten wird, ja, auch wenn dann super junge Leute, jetzt klingelt's bei mir, Wahnsinn. Wieder die Post. Machen wir weiter? Wir machen weiter. Teenage Dirtbag habe ich aufgeschrieben, den gibt's immer noch, auch mit diesem Hit. Weeders. Verschiedene. Ja, genau. Ja, die haben... Der macht immer noch Musik, aber ja, auch mit ständig wechselnden Mitgliedern. Das fand ich aber immer geil, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass der auch immer... oder so gut wie immer live gespielt hat. Der hat ja diesen einen Hit, ja, Teenage Dirtbag halt, den hatten noch einen zweiten, aber der hat immer versucht, so eigene Mucke ein bisschen zu machen. Und das war auch nicht so, das nicht so produziert, dass die das nicht spielen konnten, sondern der hat immer mit seiner Akustikgitarre und mit einem Verzerrer davor manchmal gespielt. Und dann hatte der so,
nenne es jetzt einfach mal, exotischere Instrumente noch dabei oder irgendwas, ne? Also, nicht exotisch ist das falsche Wort, aber Sachen, die man spielen kann, die man mitnehmen kann, wo man theoretisch auch Straßenmusik machen, und weil er den Namen hat, konnte er auch in großen Bands spielen. Das war schon immer spannend, ja. Kommen wir zum Schluss. Das war's eine schon. Eine Geschichte möchte ich noch erzählen, weil ich meinen Hut vor dieser Leistung ziehe. Ich habe jemanden im Forum kennengelernt, einen Bassist aus Berlin. Und die tourten, die haben so eine Mini-Tour gemacht, 2-Tages-Tour, waren in Köln. Und dann haben die in Münster gespielt, hat er mich angefragt oder mir geschrieben, mich informiert. Wir haben uns getroffen. Ich war da, super, machen eigene Musik, haben 2 Tage Hotels gebucht, haben keine Ahnung, wie viel Kilometer Reise hinter sich und kamen mit plus minus null raus. Finde ich super. So ein Enthusiasmus. Mega, oder? Mhm. Eigene Musik. So viel zum Thema Covern oder eigene Musik. Eigene Musik kostet. Die gibt einem ja auch anders zurück. Erstens, indem man hat ja auch das Gefühl, ich habe das erschaffen und jetzt präsentiert und ein paar Fans gewonnen. Ja. Und wenn sie klug sind und die Songs bei der GEMA angemeldet sind und viel live spielen, dann kriegen die halt einmal im Jahr, kriegen die wenigstens einen Teil zurück. Ne? Das ist ja wieder wie so ein Verdienst. Ich weiß das, weil vor 3 Tagen gab es nämlich GEMA-Geld in meiner Sparte. Hast du eigene Songs ja angemeldet? Ja. Wir unterhalten uns hinter der Kamera gleich über die Höhe. Nein. Also wie gesagt, so ein Enthusiasmus, der begeistert mich immer wieder. Und da habe ich tatsächlich Angst, eigene Musik zu machen. Und das will ich irgendwann mal schaffen. Mach das. Zum Abschluss eine kleine philosophische Frage, die aber nicht auf meinen Mist gewachsen ist. Die habe ich irgendwo gehört. Finde ich sehr interessant. Gibt es eine Frage, lieber Sebastian, die du dir immer noch nicht beantworten kannst? Die Frage verstehe ich nicht, weil es gibt 1000 Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ja, welche wäre das zum Beispiel? Also eine Frage, auf die du keine Antwort hast. Fast alle, auch was wir gerade besprochen haben, wie man das Beste aus so einem Bandteam herausholt. Ich meine, ich weiß das theoretisch, aber das umzusetzen ist eine ganz andere Geschichte, ne? Wir können jetzt, wie man sich das Singen beibringt, weiß ich immer noch nicht, weil ich nicht weiß, wie man da was direkt übt, dass da was besser wird oder so. Das weiß ich auch nicht. Es gibt 1000 Dinge, wo ich keine Ahnung, wie ich meine Katzen erziehe, dass die nicht immer fremde Menschen anspringen. So, ich habe keine Ahnung. Es gibt 1000 Dinge. Okay. Das macht's aber spannend. Was hast du denn für Fragen, die du noch nicht beantwortet hast? Ja, das ist, man denkt ja sofort so in die Richtung, so gibt es Gott, was ist so das Leben nach dem Tod und so ein bisschen hochphilosophisch. Bei mir ist es tatsächlich, wer bin ich als Musiker, was möchte ich machen? Was ist so meine Musik, die mich antreibt? Wo sehe ich mich? Das konnte ich bis jetzt immer noch nicht beantworten. Bin ich ein Jazzer, bin ich ein Popper, bin ich ein Punker, bin ich ein Dienstleister, der nur covert? Das ist eine gute Frage für dich, das zu erörtern. Das stand ja auch schon vor dem Orakel von Delphi, da stand oben drüber, erkenne dich selbst. Das ist wie so eine Aufgabe des Lebens. Und ich würde sogar sagen, versuch das mal rauszufinden. Ich wüsste jetzt nicht gleich wie, aber manchmal muss man da gucken, was hat einen als Kind begeistert oder als Jugendlicher, wo man noch ein bisschen unverfälschter war. Ne? Und dann muss man mal gucken, was man so für Filter hat, da muss man sich dabei erwischen, sozusagen, wie man denkt, na, aber das gefällt dem nicht oder das könnte dort nicht angebracht sein oder so. Die muss man erstmal entdecken, weil man merkt die gar nicht mehr. Man hat viele Filter schon so lange, dass man gar nicht drüber nachdenkt, ob man das darf oder wie man das machen sollte. Vielleicht ist das ein Hinweis, dass du mal guckst, was würdest du machen, wenn keiner zuhören würde oder wenn der Erfolg garantiert wäre, egal wie du es machst oder so, ne? Es ist eine schwere Frage und ich denke, da findet man die Antwort auch nicht auf einmal, sondern das poolt man so wie so eine Zwiebel, Schale für Schale, bis man zum Kern kommt, muss man das rausfinden. Ich habe da ein gutes Gefühl, was mich interessiert, aber so richtig weiß ich es auch noch nicht. Und was du ganz viel brauchst, ist Input, also mehr Musik hören aus unterschiedlichen Bereichen, weil, das ist jetzt zum Beispiel
Psychologie nach Carl Jung, glaube ich, der nämlich sagt, wenn du Vorbilder hast oder dir was gefällt oder so, dann sagt er, das ist dein Potenzial, was aus dir spricht. Das heißt, wenn du irgendwo einen Bassisten hört, der mit total verzerrtem Ton, total atonale Sachen spielt und du so ein bisschen sagst, oh, das finde ich aber cool, dass der sich das traut oder so, dann ist das das Potenzial, was du in dir trägst, was mit dir spricht. Weil wenn der was machen würde, was dich null interessieren würde, würdest du es einfach, ja, okay, und zum nächsten gehen. Du würdest es gar nicht wahrnehmen können. Und wenn du aber was hast, worauf du anspringst, dann ist es immer so ein Zeichen, irgendwas in dir findet da irgendwas, was du noch nicht rausgefunden hast, dran schön. Und da musst du ein bisschen reingehen und dann viel experimentieren, ein paar Songs schreiben und gucken, was dich dann selber anmacht, ne? Live, also ich war ja schon lange nicht mehr auf einem Live-Konzert, jetzt am Samstag wieder. Ich müsste das eigentlich öfter machen. Wir wohnen hier in Münster, ist eine große Stadt, hier gibt's das Angebot, wir müssen nicht weit reisen. Das müsste ich auch mal nutzen, weil das, da gab's auch noch so einen kleinen Impuls. Da gab's auch Momente und da dachte ich, das finde ich cool. Genau. Und das hat ja auch Mareile in dem Gespräch gesagt, dass sie auf Konzerte geht und sieht, was jemand macht, denkt, oh, das ist aber eine coole Idee oder eine coole Technik, coole Umsetzung, das möchte ich noch lernen. Und ich glaube, genau da muss man hin. Gar nicht so sehr, ich muss jetzt üben um die Tonleiter, wir sind alle aus dem Alter raus, wir gehen nicht zur Musikschule. Aber wenn du denkst, oh, das ist aber spannend, das ist interessant, das ist ja bei jedem was anderes. Bei mir sind es manchmal theoretische Konzepte, bei dir ist es vielleicht eine Groove-Sache, die du umsetzen willst oder so, was auch immer. Aber das dann sich dann Zeit zu nehmen als Erwachsener und dem nachzugehen, diesem Interesse und da ein bisschen tiefer reinzubohren. Und wer macht denn solche Musik? Das ist auch manchmal schwer, da muss man Leute fragen. Ne? Ich frage manchmal Leute nach bestimmten Empfehlungen oder so und dann geben die mir Sachen, an die hätte ich niemals gedacht, die wusste ich gar nicht, dass die existieren und bin dann geflasht und sage, warum habe ich das nicht vor 10 Jahren schon entdeckt? Das ist übel geil. Also trau dich, mach was. Vielen Dank fürs Gespräch, für das Mutmachen. Ne, aber ich sehe das auch nicht destruktiv mittlerweile, sondern wirklich als Antrieb, noch ganz viele weitere Jahre Musik zu machen, mich zu suchen, genau. Neue Sachen zu entdecken. Das ist ja auch der Luxus. Genau. Bei unserem Hobby, Beruf, wie auch immer. Genau. Aber du musst auch mal was fertig machen, das Song. Ja. Ja. Okay. Wir beenden das Gespräch an dieser Stelle. Das Schlusswort gehört wie immer meinem Freund und Co-Host, Co-Moderator, meinem Hilfsmoderator Sebastian. Nein, dem. Nein. Alles gut. Kongenialen Partner. Ich hab keine Ego-Probleme. Ich bin auch gern nur der Co-Moderator, der zu viel labert für diese Rolle. Mach bitte weiter so. Wie soll ich mich denn jetzt verabschieden? Ich möchte jetzt sagen, dass ich mich freue, dass dein Dachschaden repariert ist. Das war mir wichtig, dass es nicht reinregnet. Du wirst ja auch schnell krank. Und dass ich mir wünsche, dass du uns beim nächsten Mal berichtest, wo du dir neuen Input in der Woche besorgt hast. Das wäre doch mal eine gute Kategorie. Das kann ja auch einfach ein YouTube-Video sein, das kann auch ein Buch sein, ja, zum Thema Musik, ja, kann auch ein Büchlein sein oder so. Aber vielleicht erzählst du uns beim nächsten Mal, welcher Input dich begeistert hat diese Woche. Und das machen wir beim nächsten Mal als kleine Startsequenz, okay? Na, jetzt hast du mir wieder eine Vorlage gegeben. Eigentlich müsste ich darauf antworten, aber das machen wir nächstes Mal. Ich habe es mir aufgeschrieben. Das meine ich ja. Bis zum nächsten Mal sagst du mir dann, welchen Input du in der Woche hattest. Mhm. Okay. Dann, wir verabschieden uns, liebes Podcast, Kopfplastik, Podcast, Zuhörerschaftsteam, irgendwas. Ach, Familie. Familie, genau, das wollte ich sagen. Community. Wir freuen uns, dass ihr so fleißig einschaltet. Und wir sagen jetzt einfach ciao, ciao, auf Wiedersehen. Arrivederci, goodbye. Adios. Tschüss. Genau, auch das noch.